Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26. Wir stehen hier einem Butler im Weg, der arbeiten will. Ist auch schön, wenn der motiviert arbeitet. Und ja, wir werden jetzt noch zu Monrox gehen, dem einen Besuch abstatten, weil der muss noch in Kenntnis gesetzt werden von unserer, wir haben so viel Essen dabei, ne? Von unserer tollen Versammlung, die der Grimes halten will. Ich guck nur gerade, haben wir eigentlich genug Tränke? Ja, falls irgendwas sein sollte. Haben wir nicht den umgeboxt mit den 60 Tränken? Ah nee, er war ja unbesiegbar. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Bin ich blöd? Ach ja, genau. Der Druidenstein des Kriechers. Mal kurz gucken, was das ist. Ach so. Hallo. Tja, so endet das Leben des Helden. Er hat sich aus Versehen in einen Minecrawler verwandelt und wurde dann dämlicherweise von Alberto niedergeschlagen und umgebracht. So endet die Geschichte der Minemod-Modifikation dann natürlich nicht. Wir werden das hinlegen und dann, ja, ruhen wir uns erstmal aus. Okay, wir können uns in Minecrawler verwandeln, das können wir uns schon mal merken. Hat zwar keinen Sinn und Zweck so wirklich, aber wir können es. Vielleicht, ja, wobei, vielleicht, wenn man durch irgendeine Masse von Minecrawlern muss, die man nicht besiegen kann, oder unbesiegbare Minecrawler, oder man macht ein paar Quests für die Minecrawler-Königin und unterhält sich auf deren Sprachniveau, was auch immer. Das wäre doch auch mal ganz witzig. So eine Gothic-Modifikation, wo man als Tier, eine Ork, also eine Modifikation als Ork gibt's ja schon. Aber so eine Modifikation als Dingen wäre schon interessant. Als Tier. Hallo. Und das ist so ein magisches Tier und das kann sich dann durch irgendeinen dummen Zufall in Mensch verwandeln. Das wäre doch mal eine gute Idee, oder? Der kann sich dann durch irgendeinen blöden Zufall, ist irgendwie aus Versehen in ein Ritual reingetappt, so ein kleiner Wolf oder so, den man spielt, und auf einmal plopp, ist man halb Mensch und halb Wolf und kann sich verwandeln, wie ein Werwolf, nur andersrum. Ja, da ist man nicht, da ist man dann halt kein, ist kein Mensch, das Wolfstalente oder Wolfseigenschaften hinzugefügt bekommt, sondern gerade andersrum. Und dann muss man sich erstmal so reinfinden in das menschliche Gesellschaftsleben. Weißt du, man hat dann so ein menschliches Aussehen, aber ist eigentlich ein Wolf. Das wäre doch mal eine gute Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob Wölfe so komplex denken können. Also wahrscheinlich nicht können, aber ist ja egal. Es kann ja alles so auf Fantasiebasis bleiben, sodass Tiere irgendwie halt ein Bewusstsein haben und dann ist ja auch egal. Meinst du deine Versammlung vor der Mine machen? Ich schweife Ja, ab. er hat mir schon gesagt, dass ich alle Leute hier unten holen soll. Thorak, könntest du mal kurz etwas für mich besorgen? Klar. Klar helfe ich dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Gut, worum geht's? Ich benötige reinen Haben wir Alkohol. dabei. Ich hatte zwar welchen, habe ihn aber in einem Stollen verloren. Du kannst dich ja mal danach umsehen, während ich hier die Leute zu Grimes bringe. Ich werde dir welchen besorgen. Bis bald. Mögen Adanos und Innos bei dir sein. Ja. Erstmal eine Tanzeinlage. Hey, verpiss dich jetzt bloß nicht, ja? Nee, du bleibst hier. So ein Drecksack. Monrox reiner Alkohol. Monrox hat seine Flasche mit reinem Alkohol in einem Stollen verloren. Er benötigt jetzt neuen. Ja, wir haben reinen Alkohol dabei. Zufälligerweise, da wäre ja den. Wie hieß er? Andro, da wir ja einen Andro umgeboxt haben, haben wir 29 reinen Alkohol dabei. In dem Fall, reiner Alkohol, den haben wir. Und ich weiß jetzt aber nicht, wo Monrox ist. Wahrscheinlich bei der Versammlung oder halt da, wo sich alle treffen. Sprich vor Ians Leiche, die jetzt auch nicht mehr da sein wird. Schätze ich mal. Ich würde aber gerne noch ein paar spezielle Pfeile haben. Ich gucke dann nochmal bei Santino oder so, ob wir da eventuell noch welche herbekommen können. Sehen wir in seinen Bogen. Ja, mal ganz kurz gucken, ob man da oben noch irgendwas finden kann. Ich glaube, dem ist aber nicht so. Aber man kann ja mal gucken. Vielleicht kommt man irgendwie hier hoch. Ja, da kommt man sogar hoch. Ja, nee, hängen bleiben haben wir jetzt nicht vor. Aber hier scheint ja doch nichts zu sein. Ich muss da hinten an das. An die Erzader. Auf jeden Fall, das ist meine Bestimmung. Nee, gut, hier oben gibt's echt nichts mehr. Jetzt bloß nicht richtig blöd runterfahren. Nee, das war noch im Rahmen des Möglichen, des Aushaltbaren.
Das kann ich noch tolerieren, wenn man da so ein bisschen. Nein, nicht zu tief. Okay, gut. Nicht, dass der Kerl uns dann irgendwie wieder einen halben Stollen runterfällt, dann ist er wieder tot. Das wollen wir ja nicht. Den Onbart umlegen. Richtig, ich wusste, dass ich noch irgendwas machen wollte. Aber jetzt ist ja gar keiner mehr, weil ja alle bei der Versammlung sind. Stimmt ja. Verdammt, hab ich vergessen. Sind jetzt echt hier unten auch überhaupt keine Leute mehr. Doch, hier sind noch welche. Ich glaube, das sind die, die wir umlegen müssen, oder? Glück auf. Ja, ich glaube, die müssen wir umlegen. Tschüss. Der stört nur, der ist unwichtig. Nee, lass mal, der hat eine spezielle Sprachoption, den lassen wir leben. Mit dieser Begründung. Ja, Viper muss halt weiter ackern. So leid es mir tut, aber. Kann man jetzt auch nichts ändern. Ist hier oben auch keiner mehr? Nö. Dann dürften sie alle hier sein. Und hier sind auch alle. Das sind ja, das sind aber noch einige hier, ey. Hier sind mir zu viele. Können wir mal ein paar umbringen? Ah, die sind aber auch alle Butler wahrscheinlich. Victis, aufpassen. So, hier haben wir jetzt noch... Ja, da ist auch Onbars. Jetzt müssten wir mal den Dingen suchen. Wo ist denn der Monrox? Ich habe seinen reinen Alkohol dabei. Wo ist denn der Kerl? Ray ist auch hier. Butler. Butler Gardist. Mike. Na? Glück auf. Schlösserknackenbuch? Nein? Okay, tschüss. Schade. Wo ist Monrox? Da oben ist Grimes. Ob man einfach so einen töten kann? Dem hast du's aber gezeigt. Steck die Waffe weg, wenn du keinen Ärger willst. Weg mit der Waffe, weg damit. Weg mit der... Sorry, ich habe nur herausgefunden, dass das ein ehemaliger... Also das hier war ein Verschwörer, ja? Der würde ihr ins Leiche zurückholen mit dunkler Magie und dann... nieder mit den Gardisten halt. Ray, reg dich mal ab. Jemand aus der Mine ist tot und du sollst damit... Nee, das stimmt nicht. Tschüss. Pack die Waffe weg, Ray, komm. Pack sie weg. Kann auch sein, dass der Gardist einer von uns war, aber ich wollte mal einen. Ich wollte ein Exempel statuieren. Ach, da oben ist Monrox, ja. Gut. Und hier sind noch unsere Hauptleute. Es stört jetzt keinen, dass ich unten einen umgebracht habe, ne? Okay, gut. Da sind ja alle zufrieden. Hallo. Ich habe dir reinen Alkohol besorgt. Vielen, vielen Dank, Thorak. Ich werde jetzt meinen Trank fertig brauen können. Ich gebe dir hier mal 30 Erzbrocken. Die wirst du sicher brauchen können. Nö. Brauche ich kein Stück. Kein Witz. Wir haben zu viel Geld. Einfach nur, weil wir alle umgelegt haben. Aber alle. So. Dann gleich mit ihm reden, wenn hier schon alle versammelt sind. Da unten liegt der tot. Mensch, Thorak, du bist echt ein... Dämon. So. Hallo. Warum fängst du nicht an? Was meinst du wohl? Ich habe auf dich gewartet. Ach so, dann kann es jetzt ja beginnen. Ja, ich hoffe, es geht alles glatt. Bis bald. Ruhe. Der liegt da. Seid ruhig. Wir sind heute zusammengekommen, damit ich euch meine weiteren Pläne erläutern kann. Die Mine ist eingestürzt. Und ihren hat nichts Besseres zu tun, als unloyale Leute abmetzeln zu lassen. Ja, sowas war auch. Jetzt müssen wir uns allerdings etwas Ernsthaftes einfallen lassen, wie wir hier rauskommen. Die Vorräte werden knapp und auch die Atmosphäre verschlechtert sich zusehends. Ihrens Idee, mit dunklen Mächten zu paktieren, ist schon mal nicht aufgegangen. Okay. Ich denke, wir sollten die Sache praktisch angehen. Damit zumindest mal etwas gemacht wird. Ein paar Butler waren oben, versuchen die heruntergestürzten Felsbrocken abzutragen, sodass der Ausgang wieder frei wird. Das Wichtigste ist allerdings, wir müssen alle zusammenhalten, durch Streit kommen wir hier nie raus. Wenn wir uns daran halten, dann werden wir es auch hier rausschaffen.
Oh, da kommt aber einer. Huch. Diese Kameraden schienen ja nicht mit mir übereinzustimmen. Bis auf diesen Zwischenfall lief es ja ganz gut. Die Versammlung ist nun beendet. Haben wir wohl noch einen übersehen? Einen habe ich schon erledigt, aber der andere? Hallo. Der kam durch. Bis bald. Okay. Grimes Versammlung, alles erledigt. Jetzt fehlt. Ne, Monrox kennt zwar einen Weg, aber so, das kann ich anscheinend vergessen. Bla bla bla. Okay. Was nun? Ist aber doch keine schlechte Idee, die alle umzubringen, sonst wären das hier wahrscheinlich zwei gewesen, die hier Grimes angreifen wollten. Das. Was rieche ich? Ah. Was denn? Schnell, sag Grimes, er und Aleph sollen sich unten bei der Schmelze einfinden. Ja, sag ich ihm. Was ist denn los? Jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Geh! Außerdem erwartet Vectors dich. Du solltest dich auf jeden Fall zu ihm begeben. Er wird dir etwas Wichtiges geben. In Ordnung. So, da kommt erstmal die Tanzeinlage zum Abhauen wieder. Plopp. Ja. Jungs, was ist denn hier los? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als den Verkehr hier aufzuhalten? Glenn, was ist denn mit dir? Du sollst aufhören zu beten. Geh da hoch, Mann. Leute stehen Schlange, gib mal Gas. Gibt's doch nicht. Du musst mir alles regeln, oder was? Was ist eigentlich mit dir? Hallo. Bis bald. Guck nicht so blöd. Aus dem Weg. So blöd brauchen wir nicht hier, Mann. Wir müssen eh ein bisschen weniger werden. Hier ist viel zu viel los. Geh weg. Früher waren die Kämpfe besser. Kampf. War gerade ein bisschen laut vielleicht, aber. Geh mal weg. Was? Weg mit. Na, dem hast du es aber weg gezeigt. Weg mit der Waffe, weg damit. Weg mit der Waffe, weg damit. Okay. Jetzt pack sie wieder aus. Weg mit der Waffe, weg damit! Man könnte es kaltblütiges Morden nennen. Kein Glück. Ich nenne es nur. Ich hätte gerne die Fresse poliert. Wie nenne ich denn das? Lassen wir es mal bei kaltblütigem Mord. Klingt eigentlich doch noch sehr realitätsnah. Ne, im Prinzip will ich hier. Bis bald! Der hat genug. Im Prinzip will ich hier ein bisschen. Ja. Hier ist mir zu voll. Ja, das ist eigentlich schon der Hauptbeweggrund, warum ich jetzt ein Massenmörder werde. Schnauze. Der hat genug. Ja, du hast auch genug. Ein Kampf! Weg mit der... Der hat genug. Was für ein Kampf! Sag mir nicht, dass der unbesiegbar war. Nee, doch nicht. Oder was macht der da hinten eigentlich? Doch, der ist irgendwie unbesiegbar. Soll mir auch egal sein. Und das ist, glaube ich, Eddie, der mit den dicken Armen da. Oder? Ja, gut, den lassen wir leben. Hallo, Frau. Bis. Jetzt will ich mich nur um den da hinten kümmern. Wie gesagt, ich wollte einfach ein bisschen aufräumen. Das ist auch der einzige Grund für das. Aber ich meine, hier kommen eh nicht alle lebend raus, okay? Im Prinzip. Da ist Vectors. Thorak. Oh Gott, nein. Sag nicht das. Hier hast du eine schwere Garderüstung. Oh Gott. Ich denke, du wirst sie sicher bald brauchen. Das ist gut möglich. Ich danke dir vielmals. Und hier hast du dein Schwert. Es ist ein starker Zweihänder. Ach du Scheiße. Das ist ja ein Riesenteil. Vielen Dank auch für das Schwert. Denke immer daran. Du bist ein Gardist. Du trägst deine Rüstung mit Stolz und kämpfst furchtlos mit deinem Schwert. Na klar. Bis bald. Hallo. Konnten wir nicht genau hier. Bring mir den
Oh, 15. Ich kann dir nichts beibringen. Aber hat er jetzt wirklich selbst keine... Die Königsklinge? Die ist ja schlechter als Peters Zweihänder. Alex, ist die Rüstung ein gutes Stück besser. Sollen wir eine schwere Garderüstung? Die finde ich auch sehr cool vom Design her. Jetzt hat der aber echt keine Rüstung mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Was ein Trottel. Wieso macht er sowas? So. Und mir dort etwas abholen. Ich soll Grimes Bescheid geben. Er und Aleph sollten nach unten zur Schmelze gehen. Gut, wo Aleph jetzt weiß ich gerade nicht. Der ist wahrscheinlich in seinem Nebenstollen. Aber Grimes kann mir Bescheid sagen. Hallo. Machen wir aufschicklich. Du und Aleph sollen unverzüglich zur Schmelze kommen. Ist in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Was ist los? Das wirst du nun erfahren. Komm mit. Ach ja, ich stehe dir jetzt auch wieder zum Trainieren zur Verfügung. Ja, aber nur 10 Punkte. Bis zum Level Up können sie ein bisschen dauern. Wir hätten doch nicht so viel in Stärke investieren sollen. Seid ihr unbesiegbar? Kleiner Windstoß und er wäre auf der... Okay, der Dicke ist unbesiegbar. Dann laden wir neu. Haben wir jetzt schon beiden Bescheid gesagt? Grimes sagt, ich soll mit zur Schmelze kommen. Aber wir sagen Aleph noch Bescheid. Beziehungsweise schlafen wir erstmal. Damit hier ein bisschen alles aufgeräumter wirkt. Und auch aufgeräumter ist. Und ich glaube, wir können jetzt eh nicht genug EP sammeln, wenn ich hier alle umbringe. Das lohnt nicht. Komm, machen wir Mitternacht. Für die Atmosphäre, auch wenn man es hier unten gar nicht bemerkt. Ist ja auch vollkommen egal. So. Erstmal gucken, wie die Lage denn so jetzt aussieht. Erstmal, wie viel Rüstung haben wir? 110. Das ist geil. Also, die Leichen liegen immer noch da. Sind jetzt allerdings ein bisschen umgedreht und werden dann auch wahrscheinlich bald verschwinden. Ein paar sind schon weg. Da unten sind die anderen, aber wir holen noch Aleph ab. Wahrscheinlich ist der jetzt schon... So. Wahrscheinlich war der schon unten, weil Vectors hier oben ist. Übrigens gut gebräunt, der alte Mann. Ich glaube, Aleph ist wirklich schon unten. Dann gucken wir mal, ob der unten ist. Ich glaube nämlich ja. Ich wollte gerade sagen, warum waren die eben nicht da? Ich glaube, Aleph ist die... mittlere Person, sehe ich das richtig? Ja. Was ist los? Hallo. Okay. Miss Bar. Oh mein Gott! Was ist mit dem passiert? Der hat ja noch Sachen. Wie konnte man nur so unordentlich arbeiten? Hab ich den eigentlich erledigt und der wurde jetzt hier runter teleportiert? Oder was war jetzt mit dem Kerl? Hab ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Ich würde sagen, wir unterhalten uns gleich mit denen. Betonung auf gleich, denn wir werden die Folge jetzt gleich beenden und dann in der nächsten dieses seltsame Treffen vollziehen. Bis dahin, tschüss.